dann was ich unter freier verstehe, womit man das erreichen kann und was man sonst noch so neben der Technik bedenken sollte. Mein Name ist Gösta Smekal, das steht eh auch im Programm. Ich beschäftige mich mit freier Software, mit Computern im Allgemeinen schon eine ganze Weile. Und als IT-Verantwortlicher jetzt auch schon seit ja, einer deutlich gut zweistelligen Zahl von Jahren. Ich habe irgendwann aufgehört, das zu zählen. Daher, ja, und privat bin ich dann noch in der Linux User Group Austria ein bisschen engagiert. Und wie man den Folien vielleicht entnehmen kann, ein bisschen ein Faible für analoge Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja, ich bin eben dafür verantwortlich, dass in einem Verlag die IT funktioniert, dass die Systeme zusammenspielen. Das geht also vom Patchkabel bis rauf zu den Personen, die halt zwischen Tastatur und Sessel sich befinden. Und da gibt es ganz viele Prozesse und Abläufe und technische Herausforderungen, die man da mit bedenken muss. Ein Verlag, das ist vielleicht nicht jedem ganz klar, was der Verlag so tut. Jetzt mit der aus meiner Sicht ein bisschen unseligen Artikel 13-Debatte sind die Verlage wieder ein bisschen ins schlechte Licht gerückt worden. Also ein Verlag hat primär mal, ist es eigentlich ein Dienstleister für Autoren und Autorinnen, damit die ihre Inhalte an die Abnehmer bringen. Das heißt, man hat mit Autoren zu tun, man hat mit einem Lektorat zu tun. Es gibt im Verlag natürlich viel Grafik zu machen in dem Bereich. Also, ich bin im Bereich der Verlag macht Schulbücher, da gibt es sehr viel grafische Dinge zu tun. Dann gibt es die Verlagsherstellung, das sind die Leute, die aus den Manuskripten und den Grafiken dann tatsächlich druckfertige Dokumente machen. Das sind also PDF-Dokumente typischerweise. Und im Endeffekt gibt es halt noch Druckereien, die das dann zu Papier bringen. Und das kann ein Verlag nicht alleine erfüllen. Es gibt also Dienstleister rundherum in allen Varianten und Richtungen. Es gibt Lieferanten und natürlich gibt es Kunden, die spielen jetzt aus IT-Sicht in einem Schulbuchverlag keine Rolle, weil Schulbuch in Österreich immer noch Papier ist. Das Digitale wird groß in Pressekonferenzen präsentiert, aber das spielt noch keine Rolle in der Praxis. Ja, jetzt aus meiner Sicht schaut IT im Wesentlichen so aus. Wir haben also einen gewissen Stack. Ich habe da mich an dem OSI-Modell ein bisschen angelehnt. Das heißt, es gibt einmal ein Netzwerk, das dafür verantwortlich ist, dass die ganzen Komponenten miteinander tun. Dann haben wir natürlich Storage. Das ist, wenn man Bücher macht, muss das ziemlich groß sein, weil so ein Atlas zum Beispiel mit ganz, ganz vielen Grafiken, das wären ganz schnell einmal sehr große PDF-Dokumente. Dann braucht man natürlich ein zentrales User Management und File Service und Buchhaltung und Customer Relationship Management und alles Zeug. Und im Endeffekt Applikationen. Das heißt, das sind Leute, die Office-Programme bedienen, da werden E-Mails herumgeschickt, da werden eben Layouts gemacht, Grafiken und so weiter. Was in dem Modell fehlt, ist der viel zitierte Layer 8. Und das ist das, was aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Faktor ist. Wenn man sich damit beschäftigt, wie man also IT-Infrastruktur für ein Dienstleistungsunternehmen herrichtet. Und das ist das, was mich eigentlich, seit ich mit freier Software zu tun habe, am meisten umtreibt. Wie kann man an dieser Schnittstelle Mensch, Software, Mensch, Maschine Sinnvolles bewirken? Und das ist in dem Fall sehr interessant. Natürlich, da gibt es Prozesse, die da abgebildet sein müssen, da gibt es Gewohnheiten, da gibt es auch gewisse Fähigkeiten von Leuten, an die man denken muss. Ich werde ja, 12 Monate, also ein knappes Jahr vor der Pensionierung stehenden Chefsekretärin nicht sagen können, ab morgen machst du alles mit LibreOffice, auch wenn ich finde, dass das gut geht und wunderbar funktionieren würde. Aber man kann Leuten mit gewissen eingefahrenen Gewohnheiten einfach nicht die Werkzeuge aus der Hand nehmen. Das steigert die Produktivität nicht wirklich. Und das ist die Schere, in der ich mich da in der Position befinde, dass ich einerseits den Antrieb habe, möglichst wenig sinnlos Geld zu verpulvern. Und andererseits eben den Leuten möglichst wenig Prügel in den Weg zu legen. Wenn man jetzt Lösungen auswählen muss für gewisse Probleme, dann gibt es halt immer diesen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz. Das ist eines meiner Lieblings-Buzzwords. Best-of-Breed
da kommt dann mal jeder daher und erzählt, ja, vor allem diese, die Marketing-Leute sind das ja oder die Vertriebler sind das ja gut, ja, wir sind Best of Breed in dem und dem Bereich. Was heißt das eigentlich? Wer ist der Breed und woran misst man das Beste? Es gibt natürlich in bestimmten Bereichen Platzhirschen bei den Lösungen. Also im Verlagsumfeld kommt man in der Praxis an der Adobe-Welt nicht vorbei. Man kann eben am Grafiker noch so oft erklären, warum es eigentlich schlauer wäre, wenn er sich mit dem GIMP beschäftigt, anstatt das 17. Update von seiner Adobe Creative Suite nachzuziehen und monatlich Geld da wegzuschmeißen. Aber wenn die Personen halt einfach so routiniert sind mit den Lösungen oder das halt einfach aus irgendwelchen anderen Gründen am liebsten tun, dann tun sie das eben. Nicht zuletzt auch wegen der Argumente in der zweiten Zeile. Das ist nicht mehr ganz aktuell, aber der Spruch ist halt schon sehr alt und gut. Nobody ever got fired for buying IBM. Da kann man jetzt, was auch immer dahinter schreibt, je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt. Das ist halt auch so eine Sache, dass es Mut braucht, einen alternativen Weg zu gehen. Und die Wege, wo es die großen bunten Broschüren gibt und wo es die Veranstaltungen gibt und wo es tausende Kunden oder zigtausende Kunden gibt und Testimonials, die sind natürlich einfach zu gehen. Wenn man ein bisschen abbiegt, muss man halt das Standing haben. In dem Bereich, in dem ich mich bewege, sind da eben diese Klassiker, Adobe, ja, EMC als Storage-Anbieter oder NetApp kann man da genauso nehmen oder was auch immer. Mailsystem in Unternehmen, da wird heute grundsätzlich einmal an Exchange Outlook gedacht. SQL Server ist auch in der Regel ein MS SQL Server, VMware für Virtualisierungen und so weiter und so fort. Für all das gibt es natürlich Alternativen. Und ja, there's always an alternative. Margaret Thatcher hat damals schon nicht recht gehabt vom Falklandkrieg und ich finde den Spruch auch heute in der deutschen Übersetzung nicht besonders glücklich. In den letzten Jahren, also seit ich im Verlag die Position übernommen habe, ist es gelungen, da einiges zu bewegen. Zum Beispiel im Storage-Bereich, wo man jetzt eben große Summen an große Hersteller zahlen kann, gibt es mit Backblaze, das war ein System, das ist früher unter Petabyte on a Budget gelaufen, eine Open-Hardware-Lösung sogar, wo man also 19 Zoll Racks mit Disks einfach befüllt. Die haben kein blinkendes Frontend und sind auch sonst nicht schön anzuschauen. Aber ich kriege in ein so ein Shelf 3x15 Disks, glaube ich, vertikal. Und darunter läuft das CentOS mit ClusterFS. Das Ding skaliert nach oben bis ins Bodenlose. Na, nach oben ist ein schlechter Vergleich. Indem man da einfach solche Kübel nebeneinander stellen kann und da kriegt man für relativ wenig Geld relativ viel Platz. Und wir nutzen das eben für die Archivierung unserer Druckdokumente. Der Verlag hat über 2000 lieferbare Titel und als Schulbuchverlag muss man Titel bis zu 10 Jahre nachproduzieren können. Das heißt, wir müssen relativ viel Daten längerfristig aufbewahren. Die muss man nicht in Mikrosekundenbereich öffnen können, aber sie müssen halt da sein. Da helfen wir uns eben da mit diesem Ansatz. Ja, fürs Backup nehmen wir SAP Sesam, aber ich will da jetzt keine Markenschlacht machen. Da ist ein Fanclub angekommen. Wir virtualisieren mit Proxmox, das ist ja im Prinzip eine grafische Oberfläche für KVM. Und Identity Management, File Services, das alles läuft über Univention Corporate Server, das ist auch eine integrierte Lösung von LDAP, Samba, Schlag mich tot. Als Groupware setzen wir die Copano Suite ein. Das war ursprünglich gedacht, um nur den Exchange Server zu ersetzen und die Leute weiter mit Outlook arbeiten zu lassen. Ist dann aus mehreren Gründen mittlerweile zur Volllösung geworden. Und das interessante letzte Projekt, das wir gemacht haben, mit OPSI. OPSI ist ein Tool zum Ausrollen und Verwalten von Client-Betriebssystemen. Das war jetzt uns die letzten Monate beschäftigt. Da haben wir also komplett knapp 100 PCs von Windows 7 auf Windows 10 gehoben. Und die sind jetzt vollautomatisch verwaltet. Das geht auch sehr fein. Und da braucht man auch keine wahnsinnig kostspieligen Lösungen von irgendwelchen großen Anbietern. Ich glaube, ich komme dann noch, genau, das ist die große Frage eben, also für alle Bereiche in diesem ganzen Stack, ich hätte jetzt im Netzwerk auch noch Firewall, Netzwerkmanagement-Lösungen, da gibt's tausende Dinge, mit denen man sich behelfen kann, die wir auch verwenden. Aber da tut sich jetzt eine gewisse Schere auf.
Vor allem, also mein Hintergrund ist der, ich bin IT-Autodidakt. Das heißt, ich habe das alles irgendwie bei mir im Wohnzimmer mit Basteln und Ausprobieren erlernt. Ich bin ein Kind der Commodore-Generation. Und das war viele Jahre viel Spaß, das war sehr fein. Ich kenne mich sehr gut aus, wie Komponenten zusammenspielen können. Es gibt aber ein Risiko, wenn man eben ständig am Basteln ist. Irgendwann einmal, wenn man dann in der Unternehmenshierarchie an Positionen kommt, wo man halt auch für andere Aspekte verfügbar sein muss, wird das schwierig. Ja, es gibt natürlich ganz viele freie Lösungen für die meisten Probleme. Und es gibt eine Community, die einen da wunderbar unterstützt. Das ist auch sehr fein. Es gibt Foren, es gibt Mailinglisten und so weiter. Community-Treffen, es gibt Veranstaltungen wie hier, die Grazer Linux-Tage zum Beispiel, wo man sich Anregungen holen kann, wo man ja, Lösungen findet für alles Mögliche. Es ist auch immer fein, eigene Erfahrungen zu machen und daran zu lernen, weil das ist wesentlich, das Wissen sitzt wesentlich tiefer, als wenn man es aus irgendeinem Lehrbuch oder Prospekt angeeignet hat. Aber das Problem ist halt auch, selbstgebaute Lösungen und ich habe kaum noch selbstgebaute Lösungen gesehen, die sich klaglos an irgendeinen Nachfolger übergeben haben lassen. Die sind dann meistens eigentlich nur noch so lange betreut worden, bis die neue selbstgebaute Lösung fertig war und dann hat man einfach umgeswitcht. Das ist ein Riesenproblem in einem Unternehmen, das ist im Privatbereich natürlich wunderbar. Und das große Problem dabei heißt Verantwortung. Zuständig ist bald einmal jemand für irgendwas, aber verantwortlich, das ist halt eine andere Dimension. Und das ist die Krux an diesen aus Kleinkomponenten zusammengebauten Dingen. Und deswegen waren in der vorherigen Folie so ein paar Namen von kommerziellen Open-Source-Lösungsanbietern. Das ist kein Widerspruch. Und der Vorteil ist eben, also ja, dass ich da jemanden habe, der dieses Ding weiter betreibt. Da komme ich aber später noch dazu. Dann habe ich eben schon erwähnt, es gibt natürlich in dem ganzen System nicht nur Computer und Technik und Kabel und Bits, sondern es gibt da Menschen, denen man eben ein Werkzeug in die Hand geben muss, mit dem sie arbeiten können. Die haben nichts davon, wenn eine Lösung zwar nach der reinen Lehre die richtige ist und schön und gut, aber das User Interface nicht funktioniert oder wenn halt einfach wichtige Features fehlen, wenn man Dinge nicht so tun kann, wie man sie tun möchte und da könnte ich wahrscheinlich auch ganze Vortragsreihen füllen, woran man denken muss, wenn man Menschen von Microsoft Outlook als Mail-Client auf irgendeinen anderen umstellt. Das ist jetzt gar nicht spezifisch die Kobano Desk App, die wir jetzt einsetzen, die sehr gut funktioniert, mit der man wunderbar E-Mails verschicken kann, aber man glaubt gar nicht, wie viele Dinge da auftauchen, die auf einmal katastrophal und störend wirken. Wir haben tatsächlich in dem Projekt darüber diskutiert, ob für irgendeinen Vorgang es zumutbar ist, dass man jetzt statt zwei Mausklicks vier Mausklicks braucht. Da ging es um irgendeine Zuordnung von Kategorien zu irgendwelchen Terminen oder sonst was, ein völlig esoterischer Vorgang. Ja, aber man diskutiert dann echt um halbe oder ganze Mausklicks, ob eine Lösung akzeptabel ist oder nicht. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, damit umzugehen. Man muss die Menschen halt einfach von vornherein mitnehmen und schauen, dass man Akzeptanz schafft. Und was auch sehr hilft, eben ist in so einem Fall, dass man im Hintergrund jemanden hat, wo man sagen kann, ja bitte, da gibt es einen Support, da gibt es Erwartungen, da können wir kippen jetzt einen Feature-Request ein, wir kippen Bug-Reports ein. Da haben wir gerade beim Mail-System grandiose Erfahrungen gemacht, also was da in den letzten neun Monaten ungefähr, seit wir das ausgerollt haben, passiert ist, es ist gigantisch und das übersieht man immer wieder ganz gern. Ja, die großen kommerziellen, die bieten halt alle zwei, drei Jahre eine neue Version von ihrer Software, aber so ein Zwischendurch-Feature-Update von, weiß ich nicht, am Photoshop oder auch am MS Office, das findet eigentlich nicht statt. Wenn die User sagen, ja, das geht so nicht, das brauchen wir irgendwie anders, das ist die Flexibilität der kleinen Anbieter und der freien Softwarelösungen. Ja, und ganz wichtig, das habe ich schon gesagt, also man muss die Leute mitnehmen, das Vertrauen in die Lösung auch bilden von vornherein, sonst gibt es keine Akzeptanz und ohne Akzeptanz wird jedes Projekt gekippt. Ganz wichtig ist es eben bei den Entscheidern, das ist jetzt brutal, wenn ich das so ausdrücke, aber Entscheider sind eigentlich angstgetriebene Menschen, weil die haben Verantwortung und Verantwortung ist immer unangenehm, weil es könnte was schief gehen, vor allem dann, wenn man die Dinge, die man verantworten muss, nicht selber in der Hand hat. Und da ist es auch ganz wichtig,
sagen zu können, die Lösung ist nicht jetzt eben von mir handgestrickt oder von meinem Team oder von irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen dunklen Kellern, in diesem Hörsaal zum Beispiel, sondern da steht wer dahinter, da gibt es eine Kontinuität. Und bei Veränderungsprozessen, bei Projekten, wo man Lösungen gegen andere austauscht, steht natürlich auch immer gleich der Kaufmann da und sagt, ja, warum A, müssen wir jetzt Geld ausgeben und warum B, ist das nicht billiger oder nicht teurer oder kostet nicht so viel oder kostet nicht so viel. Und da geht es immer nur um direkte Kosten, da geht es um Lizenzgebühren, da geht es um Setup-Kosten und so weiter. Was die Leute nicht sehen, sind die versteckten Hinterherkosten, dass ich mich mit starren Lösungen halt irgendwie lange Zeit an irgendwen binde und dann Flexibilität verliere oder ähnliche Geschichten oder Update-Zyklen mitmachen muss, die nicht mitmachen möchte. Bei den externen Stakeholdern, jetzt kommt ihr das Grillwetter wieder, gibt es halt auch andere Motivationen. Der Lieferant möchte natürlich, oder der Dienstleister, der möchte natürlich mit seinen vertrauten Wegen und Kanälen arbeiten. Und die schauen immer mit recht großen, runden Augen, wenn man dann irgendwie sagt, ja, aber unsere Datenbank heißt nicht MS SQL, sondern die heißt halt MySQL oder MariaDB oder PostgreSQL oder solche Dinge. Ja. Und die möchten natürlich auch möglichst wenig Aufwand treiben und möglichst viele verrechenbare Stunden liefern können. Daher hat man es da auch nicht immer ganz leicht, wenn man nicht den Mainstream-Weg geht, aber unterm Strich lohnt sich die Geschichte. Ja, jetzt habe ich mich in meinen Folien verirrt, das macht aber nichts. Das muss ich hier in dem Umfeld wahrscheinlich eh nicht betonen. Frei ist nicht immer eine Gratis-Angelegenheit. Und wie ich es vorhin schon angedeutet habe, auch wenn ich freie Software einsetze und auch wenn ich mich in weiten Dingen von Lizenzgebühren damit verabschieden kann, heißt das nicht, dass ich da mit einer Gratislösung davon komme. Außer, wie gesagt, ich sitze selber im Keller oder von mir aus im Dachgeschoss oder am Balkon, ist ja ganz egal, und bastel. Aber da muss ich eigentlich ehrlich sein und meine Zeit auch mit einrechnen und die verlorenen Urlaubstage, die ich nicht nehmen konnte, weil irgendwas zu reparieren war, das habe ich alles schon erlebt. Und je komplexer das Umfeld wird, desto haariger ist es und desto heikler wird es. Und desto solider müssen die Lösungen sein, die man da einsetzt. Der Vorteil ist dafür halt, wenn ich jetzt, weil man kann das Backup zum Beispiel auch mit TAR auf ein Verbandlaufwerk oder sonst wohin machen, klar. Man kann die Daten von dort auch wieder restoren, weil man sie in einem Katalog mitschreibt oder dasselbe in einer Datenbank schreibt, das wird alles gehen. Aber was passiert, wenn da was schief geht? Wenn ich meine Daten wochenlang aufs Backup geschrieben habe, aber in der Wahrheit das Bandlaufwerk aus irgendeinem komischen Bug oder die Software aus irgendeinem komischen Fehler nur gibberisch da drauf geschrieben hat, dann wird es eng. Und dann ist kaum jemand da, wenn ich das selber gebaut habe, außer einem Forum, einer Mailingliste oder einem Stammtisch, wo ich dann meine Sorgen hintragen kann. Aber helfen kann man in der Praxis kaum jemand. Das gilt genauso für Virtualisierungslösungen, für Netzwerkmanagement. Da können Dinge auftauchen, die man so nicht erwartet und mit denen man dann halt schwer zurechtkommt. Da ist es eben ganz gut, auch bei freier Software irgendeinen Dienstleister im Hintergrund zu haben, der dafür einen Support bietet. Das lohnt sich auch, da das Geld in die Hand zu nehmen, in Wahrheit, wenn man jetzt im Unternehmensbereich denken muss. Privat kann man natürlich alles ausprobieren und tun. Und ich habe ja schon gesagt, Verantwortung und Kontinuität ist natürlich ein Thema. Das ist wichtig, dass meine Lösungen, die ich einsetze, auch weiterhin verfügbar sind. Und es ist wichtig, dass auch die, die das gelöst haben, weiterhin verfügbar sind. Und das ist für meinen Ansatz, das zieht sich durch meine letzten Arbeitsverhältnisse wie ein roter Faden durch. Das Erste, was ich versuche zu erreichen, ist, mich entbehrlich zu machen. Ich hasse nichts mehr, wie wenn ich der Einzige bin, der zwischen Chaos und Ordnung steht und irgendwas reparieren kann, weil das eben heißt, dass man keinen Urlaub hat und dass man keinen Feierabend hat und kein Wochenende. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Leute, die Lösung beherrschen und helfen können, dass man die auch irgendwann dann möglichst zeitnah an die Hand kriegt und die einem helfen können, wenn es einmal schiefgegangen ist. Ja, da war ich eh schon mittendrin. Ja, was auch ganz gerne übersehen wird, ist der Punkt, dass man auch für die Planung von Umstellungsprojekten Zeit braucht und dass das auch Kosten verursacht. Aber dass das unheimlich wichtig ist, das zu tun, weil man kann sich natürlich bei einer Projektplanung vorneweg 2 Stunden ersparen
und die eingesparten 2 Stunden hinten durch 2 Wochen Implementierung und Bugfixing kompensieren. Das ist aber eigentlich nicht erstrebenswert und nicht lustig. Kriegt man auch einen am Deckel von oben, wenn die Projekte alle länger dauern und so weiter. Man muss den Aufwand halt einfach mitbedenken, aber er lohnt sich. Dann gibt es eben ja, Implementierung, Wartung, habe ich ja schon gesagt. Lizenzen, das ist auch so ein Thema. Aha, wieso kommt er jetzt mit Lizenzen bei freier Software? Das ist jetzt natürlich eine andere Geschichte, also Lizenzen unter Kosten. Da spreche ich eigentlich von, die meisten Hersteller oder Anbieter von Lösungen haben dann ein Modell, wo sie sagen, ja, der Wartungsvertrag richtet sich danach, wie groß der Kunde ist. Weil jemand, der halt 20 PCs und 40 GB Daten zu sichern hat zum Beispiel oder in der Virtualisierung 5 virtuelle Server betreibt und die halt nicht HA verfügbar sein müssen und da keine großen Bedenken dranhängen, der kann sich vielleicht auch nicht so viel leisten. Jemand, der eine Serverfarm in 2 Rechenzentren verteilt, betreibt, dem tun jetzt etwas höhere Wartungskosten auch nicht weh und vor allem will der andere Antwortzeiten haben und dann wird halt der Support auf diese Weise gestaffelt, beziehungsweise auch die Weiterentwicklung von den Größeren weitergetrieben oder von den Mitteln, die die Größeren bereitstellen können. Also insofern ist das auch aber gewisse, also muss man bedenken, es gibt es halt einfach, nicht alle Lösungen sind frei von Kosten, auch wenn sie freie Software sind. Der Nutzen ist auf jeden Fall der, dass man Flexibilität gewinnt, weil er natürlich unterschiedlich kombinieren kann, weil der Hersteller dann sagt, ja, meine Lösung ist für X und Y zertifiziert und wenn du Z hast, ist der Pech, sondern da kann man natürlich wesentlich freier agieren. Das Problem ist aber, es gibt da ein gewisses Self-Lock-in auch, das muss man auch bedenken. Wenn man sich irgendwie auf zu esoterische, exotische Pfade begibt, dann wird es oft schwierig, noch irgendwo Andockstellen zu finden und man sperrt sich quasi selber im goldenen Käfig ein, dass man dann wieder bei der Abhängigkeit. Ja, Community gibt es, die unterstützen kann, das ist natürlich schon x-mal gesagt worden und ich kann auch, wenn da jetzt der Lösungsanbieter selber keine Hilfe stellen kann, dann kann ich mich halt an andere wenden. Und last but not least habe ich es dann in der Regel ja mit offenen Standards auch zu tun, wenn ich freie Software verwende und habe damit offene Schnittstellen und kann Dinge tun, die der Hersteller oder sonst jemand noch gar nicht bedacht hat und die noch gar nicht eingefallen wären. Und auf die Weise kommt man dann auch auf recht kreative Lösungen. So, wenn ich mich nicht irre, war das die letzte Folie, genau. Und das ist ganz fein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich noch habe, nachdem wir das ganze Timing etwas verschoben haben. Aber gut, ich habe noch Zeit, das ist fein. Was? Halbzeit? Gottes Willen. Okay, dann... Dann habe ich mich selbst überholt. Ich wollte ein bisschen Zeit für Fragen sparen. Jetzt wäre mal eine Gelegenheit. Ihr schaut jetzt alle im Moment recht zufrieden aus. Müdigkeit kann es noch nicht sein oder hoffentlich noch nicht mehr. Na, gibt es irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Erfahrungswerte? Gibt es irgendwas, worauf ich jetzt zu wenig eingegangen bin? Soll ich euch nur erzählen, was man tun muss, wenn man Groupware umstellen will oder was man nicht tun sollte, wenn man... Das ist interessant, Groupware-Umstellung. Okay. Ja, na, also okay, das Saalmikrofon hole ich mir gleich ab, danke. Ja, uns würde das auch interessieren, generell eben so Groupware-Umstellungen von Exchange auf Kubano, weil wir das ja selber in dem Bereich unterwegs sind. Ja. Und es ist natürlich für uns interessant, wie das andere machen. Ja, gut, das war eine recht interessante Geschichte. Wir haben das vor, weiß ich nicht mehr, 2, 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile angesetzt. Vorhanden war ein hoffnungslos überalterter MS Exchange Server, dessen Mailstore mit 55 GB komplett voll war. Das war Software Defined Limit. Das heißt, Plattenplatz hätte man genug gehabt, aber das Software gibt halt nicht mehr her in der Version. Das heißt, die User haben in ihren Outlook-Mail-Clients schon Archiv-Datenbanken gehabt, PSD-Dateien, teilweise auf der lokalen Festplatte. Das haben wir dann relativ schnell auf Serverlaufwerke umgestellt. Und alles in allem waren aber, also wenn man alle diese PSD-Dateien wieder zusammengezogen hätte, was wir dann im Endeffekt auch haben, liegt man im Moment bei 170 GB Mailstore, der da herumkugelt. Und das war halt einfach viel zu groß. Da sind wir damals auf die Suche gegangen, was kann man tun? Den Exchange-Server direkt auf eine aktuelle Version hochzuziehen, hat da
damalige IT-Dienstleister, mit dem wir zusammengearbeitet haben, war nicht in der Lage, da ein aussagekräftiges Angebot zu stellen, weil er gesagt hat, dass da erstens hat er das noch nie gemacht. Das wären, glaube ich, 2 Versionssprünge oder 3 Versionssprünge gewesen. Es gibt von Microsoft keine Anleitungen mehr, weil die alte Version ist halt schon längst outdated. Dann frage ich mich, warum haben sie das nicht früher, aber ist egal. War halt so. Ja, und man hätte also migrieren müssen von Exchange zu Exchange und mehrere Installationen und Migrationen machen. Und wenn man mal 170 Gigabyte Mailstore migriert, das geht auch nicht an einem Vormittag. Das heißt, da gehen ein paar Wochenenden drauf. Das wäre also hätte sehr viel Zeit beansprucht. Und der Ausgang war ungewiss, weil uns niemand sagen konnte, was das eigentlich bedeutet. Und zu der Zeit habe ich Kontakt mit einem Anbieter von damals noch Zarafa Groupware, Copano heißt sie heute, gehabt. Den habe ich immer noch, das ist jetzt unser neuer IT-Dienstleister. Und das Zarafa-Projekt ist ja gestartet worden als eine Open-Source-Implementation des MAPI-Protokolls. Das ist das Protokoll, wo Exchange und Outlook miteinander sprechen. Und ja, und damit war die Idee, wir nehmen den Zarafa-Server als Backend-System und lassen den Usern vorerst, habe ich mir damals gedacht, aber nicht laut ausgesprochen, vorerst noch ihr Outlook als Mail-Client. Und migrieren halt einfach die Mailboxen darüber. Das haben wir dann mit ein paar Testläufen recht schnell gesehen, was das an Aufwand heißt und was das an Feature-Verlust heißt. Feature-Verlust war nahezu null. Es hat eine recht abenteuerliche Situation gegeben, nämlich, dass in dem alten System bei uns die User Kalender anderer Leute, für die sie keine Leserechte haben, sich anzeigen konnten und die nur die grauen Balken für frei und belegt gesehen haben, aber nicht, was dort passiert. Das haben wir mittlerweile sagen lassen, das ist so sowieso nicht vorgesehen. Irgendwer hat es reingehackt in das System bei uns und wir haben dann auch gefunden, in der Group Policy einen ziemlich eigenwilligen Registry Key mit Enable Booking, True, False, keine Ahnung mehr, irgendwo in den Tiefen der Windows Registry, den man auf allen Clients hat setzen müssen, damit es geht. Das Feature haben wir verloren, das haben wir nachhaltig verloren, aber ansonsten nichts. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann iterativ, also wir haben einmal über eine Woche hin den ganzen Mailstore migriert und dann mit einem Tool, das es von Zarafa gibt, nur noch das Delta danach übertragen und im Endeffekt war dann irgendwann einmal Wochenende, wo wir gesagt haben, okay, pass auf, Leute, am Samstag von 10 am Vormittag bis 3 am Nachmittag gibt es kein Mailsystem. Und danach gibt es den neuen Mail-Server. Und ja, das ist dann recht schmerzfrei über die Bühne gegangen. Und wir haben im Prinzip sämtliche Verteilergruppen, Kalendereinträge, alles, was es da so gibt in unserem Groupware-System, das ist ja mehr als E-Mail und der Kalender. Menschen verwenden Aufgaben, Notizen, weiß der Teufel, das Outlook kann ja unendlich viel. Das haben wir alles rübergebracht und dann hat es mit dem Outlook, das war Office 2010 damals noch, auch schon recht betagt, tadellos funktioniert. Und eines Tages kam dann ein Windows-Update und dann war die MAPI-Schnittstelle anders. Dann kam kurz das Aufschrei, hoppla, da geht irgendwas nicht oder es geht langsam oder es geht komisch. Dann gab es ein Update von Zarafa für den Zarafa-Client, dann haben wir da nachgebaut. Dann gab es ein paar Monate später das nächste Windows-Update. Für das gab es kein Update mehr, weil die haben also die MAPI-Schnittstelle komplett verbaut, absichtlich, unterstelle ich jetzt einmal. Das haben wir dann zurückgerollt und zurückgehalten und alle Windows-Clients dort nicht mehr, dieses Update ausgenommen. Es war aber dann schon abzusehen, dass das keine langfristige Strategie ist, weil irgendwann muss man von Office 2010 weg, irgendwann muss man von Windows 7 weg und da muss irgendwas her. Mit dem Outlook 2016, das spricht überhaupt nicht mehr über MAPI, das spricht über ein anderes Protokoll und es spricht auch nicht mehr mit einem klassischen On-Premise-Exchange-Server, sondern das will alles Richtung Cloud und sonstige Richtungen gehen. Also es gibt schon noch für große Installationen die ganzen Sachen lokal. Aber das war also kosten- und kostentechnisch von der Richtung nicht interessant. Jetzt haben wir gesagt, okay, bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, Outlook muss weg. Und das ist bei einer Userbasis von knapp 100 Personen ist das keine leichte Übung. Ja, das sind junge Techniker, viele Menschen in der Grafik, in der Verlagsherstellung, das sind im Lektorat
junge Menschen und nicht mehr so junge Menschen und flexible Menschen und nicht mehr so flexible Menschen und Leute, die eigentlich eh noch mal die Tage zu ihrer Pensionierung runterzählen. Und dann gibt es eine Buchhaltung und ein Chefsekretariat und. Und die müssen halt alle irgendwie bedacht werden. Und wir haben das dann relativ vorsichtig eingefädelt. Das heißt, wir haben mal hergezeigt, Leute, wenn ihr im Homeoffice seid, dann probiert es einmal über die Web-App. So heißt das Web-Mail-System von Copano. Da könnt ihr alles machen und braucht keinen VPN-Client. Und das geht überhaupt super. Und probiert es einmal aus. Dann war der nächste Clou, dass in der Copano Groupware ein Webkonferenzsystem über WebRTC integriert ist, das Webmeetings. Und die Leute gestöhnt haben, dass das mit den Skype-Konferenzen alles irgendwie so mühsam ist, mit den externen. Und dann hat gesagt, passt, wir aktivieren die Webmeetings in unserer Groupware und schaut euch das einmal an. Webmeetings gehen am einfachsten über den Web-Client vom Mailsystem und tut es da mal. Ja, und dann sind halt die ersten eingestiegen und haben das für Webmeetings verwendet. Dann haben sie natürlich ihre Einladungen über die Web-App verschickt, weil man da wunderbar das Meeting integrieren kann. Das heißt, die haben sich das erste Mal ein bisschen angefangen zu beschäftigen. Natürlich die technikaffinen Menschen und die Leute, die gerne was ausprobieren. Aber wir haben unsere ersten Erfahrungen gemacht. Wir haben Feedback bekommen, wir haben gehört, ja, das Webmeeting ist ja super. Aber wenn ich da in dem Mail irgendwo da hinten das und das klicke, das war beim Outlook anders, oder das Zusammensortieren von den Mails, das geht da irgendwie nicht so schick. Und wenn ich mehrere Mailboxen einbinde, dann würde ich die gern alphabetisch sortiert haben oder würde man die gern selber sortieren können oder die Kalender gruppieren und so weiter. Und daraus haben wir Feature-Requests gesammelt, die haben wir an Copano geschickt. Und wir haben Erfahrungen gesammelt, wir haben Wiki-Seiten geschrieben, wir haben uns Strategien überlegt, wie wir den Leuten ihre gewohnten Wege abnehmen oder nicht abnehmen kann, wie man sie abholen kann dort und sagen kann, ja, schau, das hast du bis jetzt so gemacht, da geht es ein bisschen anders, es geht so, aber es geht. Und dann sind wir vor allem hergegangen und haben gesagt, wir nehmen euch das Outlook zwar weg in einem halben Jahr und wir geben euch kein neues Outlook, weil es gibt kein neues Outlook, das sinnvoll für uns verwendbar wäre. Wir geben euch einen neuen Groupware-Client. Es ist ein Mail-Client, es ist ein Kalendersystem, es ist eine Aufgabenverwaltung, ihr könnt damit verschiedenste Dinge tun, aber es wird nicht Outlook sein. Aber es wird funktionieren und wir werden gemeinsam diesen Weg gehen. Und dann haben wir uns, ich glaube, das waren 12 oder 15 Key-User ausgesucht, die repräsentativ aus allen Abteilungen, Altersgruppen und so weiter zusammengestellt waren. Und denen haben wir mal die Desk-App, also den Desktop-Client von Copano, aufs System aufgebracht und gesagt, bitte probiert es aus, probieren wir es gemeinsam aus. Wir haben dann 14-tägige Stammtische, haben wir es genannt, abgehalten und einfach Erfahrungen ausgetauscht. Dann haben sie auskotzen können, ja, das geht nicht, oder auch waren auch begeistert, ah, das geht wunderbar, das geht jetzt ganz anders und ja, das Interface ist irgendwie viel geschmeidiger und da kann man andere Farben einstellen, das ist viel schöner. Und da war so alles mögliche Feedback dabei. Das haben wir gesammelt und wieder Wiki-Seiten geschrieben und wieder Informationsveranstaltungen gemacht und sind dann einfach Schritt für Schritt draufgekommen, wo es quietschen wird, wenn wir dann umstellen. Und Mitte Jänner war es dann soweit. Da haben wir dann Woche für Woche 10 PCs umgestellt, eben mit OPSI, mit der vollautomatischen Ausrollung, haben komplett automatisch Windows ausgerollt, Office 2016 ohne Outlook, dafür die Copano Desk App und noch andere Software, die man so braucht, und haben da das Ganze so organisiert, dass in 10er-Gruppen, deswegen, wir hätten natürlich 100 PCs an einem Tag installieren können, ne? Die ganze Installation läuft 1,5 Stunden und in einem komplett durchgeswitchten Gigabit-Netzwerk mit weiß Gott wie viel Backend-Switches wäre das überhaupt kein Thema gewesen, das an einem Feierabend einmal zu machen und am nächsten Tag kommen die Leute und haben das neue Windows da. Wollten wir aber so nicht machen. Wir haben das so organisiert und gesagt, wir nehmen 10 Leute her, das ist eine Gruppe, mit der kann man halbwegs umgehen. Die kommen ins große Besprechungszimmer. Ich habe denen 3-4 Stunden lang erzählt, was ist jetzt mit Windows 10 anders und was ist mit der Copano Desk App anders als bisher oder wie ist mit der umzugehen? So. Da war genug Zeit dafür, um Ängste zu nehmen, um Fragen zu beantworten, um das ein bisschen durchzuspielen. Und am Nachmittag haben die fix fertig ihren PC neu aufgesetzt am Tisch gehabt oder ihren Laptop.
Das heißt, es hat einerseits keine Lücke gegeben von Schulung zu neues System. Es hat einen nahtlosen Übergang gegeben und es war jeder individuell betreut. Und wir haben uns dann auch den ganzen Rest der Woche für diese Gruppe Zeit genommen, für deren Fragen und für deren Sorgen. Und somit sind wir von Woche zu Woche schlauer geworden. Angefangen haben wir natürlich wieder mit den Mutigsten und haben Erfahrungen gesammelt und haben dann die Zögerlichsten und die Leute, die vielleicht vom Charakter am interessantesten sind, die haben wir dann am Schluss auch ganz gut abholen können, weil wir einfach gewusst haben, was kommt auf euch zu, was kommt auf uns zu, was können wir ändern, was können wir nicht ändern. Und in den, das waren dann noch 2 Monate, die das gedauert hat, haben wir dann natürlich auch ständig im Hintergrund das System nachgebessert und nachgefeilt und dank vollautomatischem Software-Wartungssystem war das kein Problem, das auf alle Clients auszubringen. Das heißt, ja, in a nutshell zusammengefasst, wir haben uns einfach vorneweg viel, viel, viel Gedanken gemacht, was heißt das, ein System auszutauschen, vor allem so ein zentrales System wie Groupware. Eben ein Verlag ist ein Kommunikationszentrum eigentlich. Da gehen irrsinnig viele Nachrichten im Kreis rein, raus zwischen externen, internen Autoren, Lektorat, Herstellung und so weiter. Das ist das Herzstück. Und wir haben uns eben gut überlegt, was bedeutet das, wenn wir dieses Herzstück anfassen? Was müssen wir bedenken? Wir haben die Leute befragt, was sind eure Abläufe? Was tut ihr damit? Wie verwendet ihr das Werkzeug überhaupt? Weil wenn ich heute jemandem zuschaue, wenn er mit Excel was tut, wenn ich 5 Leuten zuschaue, sehe ich 7 Methoden, eine Sache zu lösen. Es ist unglaublich, wie kreativ User sind, wenn sie Software lange verwenden. Und es ist unheimlich schwierig, das, wenn man nicht ständig und fast ausschließlich mit einem Tool arbeitet, das vorweg zu ahnen, was da passiert. Und ich glaube, das Erfolgsrezept von dem Projekt war, dass wir einfach tatsächlich uns Zeit gelassen haben und lange genug im Dialog mit den Leuten das vorbereitet haben und gesagt haben, was kommt auf euch zu, was wird passieren, was braucht ihr, worauf könnt ihr verzichten und wie tut euch das weh, wenn das und das nimmer ist. Ja, da ist eine Frage. Das Mikro ist immer. Ich kann die Frage ja wiederholen. Ja. Ich wiederhole die Frage einfach. Ja, also die Frage war, wir haben die Groupware ersetzt, das Herzstück, aber das Office-Paket nicht. Nein, das ist in unserem Umfeld nicht denkbar, ist es schon, aber es ist nicht empfehlenswert. Warum? Ich habe das vor 12 Jahren ungefähr in einem Non-Profit-Unternehmen mit 140 Desktops gemacht, die habe ich komplett auf Linux, die haben wir damals komplett auf Linux umgestellt. Mit KDE, OpenOffice und so weiter. Das funktioniert. Die Strategie damals war genauso. Wir haben uns 1,5 Jahre Zeit genommen für das Projekt und haben stückweise zuerst die Applikationen und am Ende dann nur mehr den Desktop. Also wir sind losgegangen vom Mailsystem auch wieder, dann irgendwann dann Mailsystem, Browser, dann Office-Paket und dann den Desktop ausgetauscht. Das war eine Non-Profit-Organisation im Gesundheitsbereich. Da ist Excel und Word eigentlich nur zum Protokolle und Schreiben und verrechnungstechnische Dinge machen verwendet worden. Das war kein Thema. In einem Schulbuchverlag bekommen wir von Autoren fast druckfertig gelayoutete Manuskripte. Das ist eigentlich vom Ablauf ein Horror, das will in der Redaktion niemand, aber es findet halt einfach statt, das ist Realität. Und wir müssen unsere Bücher, bevor sie vom Bundesministerium für, weiß ich nicht, Schülerbespaßung, keine Ahnung, welches das jetzt ist, approbiert werden, also in die Schulbuchaktion aufgenommen werden, müssen wir sie eben vorlegen. Und je nachdem, wer der Gutachter ist und das Schulbuch sich anschaut, sind die auch mehr oder weniger fantasiebegabt und manche brauchen das echt in dem Format und in der Anmutung, wie das Buch dann später ausschauen wird. Und weiß nicht, wann ihr zuletzt ein Volksschulbuch in der Hand gehabt habt, die sind sehr aufwendig gestaltet, die sind vom Layout sehr komplex und ja, allein schon die Kompatibilitäten zwischen Microsoft Office-Versionen sind schlimm genug für uns als Verlag, das irgendwie halbwegs hinzukriegen. Da würde ich mich nicht trauen, das mit LibreOffice zu machen. Also eine Organisation, die hauptsächlich Dokumente intern kursieren lässt, die würde ich sofort auf LibreOffice umstellen, umgeschaut. Eine Organisation, die ihren Zulieferern vorschreiben kann,
wie sie zuliefern zu haben. Also wie sie zuzuliefern haben. Wenn ich jetzt eine Behörde bin oder sonst wer, dann sage ich, na klar, also ihr schickt uns RTF oder irgendwas möglichst formatagnostisches, das akzeptieren wir, alles andere akzeptieren wir nicht, dann gibt es auch keine Probleme. Dort, wo man auf die Optik, auf das Layout nicht so achten muss, kein Problem, kein Thema. Das Problem ist nämlich nicht, also LibreOffice ist ein großartiges Produkt, ich verwende es seit ewigen Zeiten, da war es noch StarOffice. Und es funktioniert in sich sehr gut. Und ich glaube auch, dass es für viele User besser geeignet ist als die aktuellen MS-Office-Versionen, weil die Userführung übersichtlicher ist und weil es nicht so ein Feature-Upload-Monster ist. Aber in dem Moment, wo ich mit dieser sich ständig wechselnden Außenwelt, nämlich MS-Office und anderen Systemen kommunizieren muss, ist es einfach schwierig, weil sich die Microsoft-Produkte an ihre eigenen Standards nicht halten und daher die Dokumentformate immer subtil driften. Aber das interessanteste Feedback, wir haben LibreOffice mitgepackt auf die Rechner, weil das ist bei einer 256 GB SSD einfach völlig egal, ob da LibreOffice drauf ist oder nicht vom Platz her. Und das interessanteste Feedback habe ich von einem gestandenen, betagten, im positiven Sinn Verlagshersteller bekommen, der nämlich gesagt hat, boah, jetzt kann ich endlich meine alten CorelDRAW-Dokumente wieder aufmachen und die bearbeiten, weil das InDesign kriegt das nicht hin. Der hat also vor weiß Gott wie vielen Jahren in CorelDRAW Grafiken gemacht, die hat er seither nur noch Read-Only verwenden können und mit dem LibreOffice Draw kann er die wunderbar importieren und kann die bearbeiten. Das war das schönste Feedback, das ich jemals zu LibreOffice bekommen habe. Ich dachte, aha, da ist jetzt einer froh, dass er proprietäres Format aufmachen kann mit einem freien System. Ja, aber in unserem speziellen Fall, also wo das Layout dermaßen fein granuliert in Word-Dokumenten ist, traue ich mir das nicht zu. Also nicht mir, sondern ich traue es dem System nicht zu. Das wird nicht funktionieren. Leider, muss ich auch sagen. Weil es ist ja nicht wenig Geld, das man da abdrückt für Lizenzen, die man sich durchaus sparen könnte. Gut, noch Anregungen, Fragen, Feedback? Zeitmäßig, glaube ich, sind wir ziemlich durch. Dann danke ich nochmal fürs Ausharren, für die Aufmerksamkeit und für die Anregungen und wünsche euch noch einen schönen Tag.